Jetzt, liebe Freunde, ist der Ernstfall offenkundig. Jetzt sind wir in das Stadium des Vorbürgerkriegs eingetreten. Deutschland im Stadium des Vorbürgerkriegs. So sehen sie aus, die düsteren Fantasien eines rechtsextremen Parteiführers, der nächsten September in Thüringen die Macht übernehmen will. Guten Abend und willkommen beim Monitor. In Thüringen und anderswo scheint das immer weniger Menschen zu stören. Der Vorwurf Rechtsextremismus gehört für Björn Höcke und seine Anhänger mittlerweile fast schon zum guten Ton. Wer allerdings darauf hinweist, wie tief diese Partei in rechtsextremistische Netzwerke verstrickt ist, der gilt der AfD als Feind. Und das gilt in ganz besonderem Maße für Journalisten, die darüber berichten. Sie werden lächerlich gemacht, bedroht und ausgegrenzt. Zu beobachten erst wieder am letzten Wochenende, als die AfD in Thüringen unserem Team den Zugang zu ihrem Parteitag verwehrte, weil unsere Recherchen über die AfD der Partei ein Dorn im Auge sind. Aber es trifft längst nicht nur uns. Was diese Partei mit kritischem Journalismus und der Pressefreiheit insgesamt vorhat, das zeigen Ihnen jetzt Veronique Gantenberg und Julia Regis. Parteitag der AfD Thüringen am vergangenen Wochenende. Der rechtsextreme Landesverband um Björn Höcke schwört sich auf die Landtagswahl im kommenden Jahr ein. Man träumt von der Machtübernahme. Kritische Journalisten sind da eher unerwünscht. Wir dürfen erstmal nicht rein. Dem Team von Monitor wird der Zugang verweigert. Keine Akkreditierung. Die Begründung? Bei Monitor könne überhaupt nicht mehr von einer journalistischen Berichterstattung die Rede sein. Ein Angriff auf die Pressefreiheit. Das sieht auch das Landgericht Erfurt so und urteilt, der Ausschluss von Monitor sei ein klarer Verstoß gegen Grundrechte, wie die Berichterstattungsfreiheit von Presse und Rundfunk und den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Wider Willen muss die AfD uns also auf ihren Parteitag lassen. Bei der Ankunft kommt uns der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl entgegen. Doch 12. Wissen Sie das? 12 Monate, da hat Thüringen gewählt und wir kündigen den Rundfunkstaatsvertrag. Den Witz wollte ich unbedingt heute reißen. Nur ein Witz oder meinen Sie das ernst? Also, das meine ich ja. Eine Kampfansage an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch der Landesvorsitzende Björn Höcke macht deutlich, wie er kritische Berichterstattung in die Schranken weisen will. Was passiert denn, wenn der Höcke dann Ministerpräsident wird? Kündigt er denn die Medienstaatsverträge? Ja, das macht der Höcke dann. Ja. Die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der Journalist Fabian Klaus von Funke Medien Thüringen befürchtet, das wäre nur der Anfang beim Kampf der AfD gegen die Presse- und Meinungsfreiheit. Wenn ich also höre, dass als allererstes mit einem Björn Höcke als Ministerpräsident der Medienstaatsvertrag gekündigt wird, dann weiß ich, wo die Richtung hingeht, mit Blick auf eine freie Berichterstattung. Er fängt dann bei den Öffentlich-Rechtlichen an, dann macht er bei den Privatmedien möglicherweise weiter. Ja? Und das muss einen mit Sorge erfüllen. Ja. Was die AfD unter Pressefreiheit versteht, konnte man in Thüringen sehr genau beobachten. Alle Medienvertreter wurden in einem eng abgesperrten Bereich platziert, mit einer Ausnahme. Der extrem rechte Publizist Jürgen Elsässer wurde freudig empfangen. Pressefreiheit nur für Kampfgenossen. Elsässers Kompaktmagazin wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Im Saal hat er sogar einen eigenen Stand. Man kennt sich, man schätzt sich. Auf der Bühne hingegen werden kritische Journalisten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Feindbild erklärt. Wir haben genug von Indoktrination und dieser dauerhaften Propaganda. Die Scheibe der Propagandaabteilung, die da unten sitzt. Im Netz bricht sich der Hass ungehemmt seine Bahn. Etwa wenn es darum geht, wie man mit unserem Team auf dem Parteitag umgehen soll. Am besten schikanieren, was das Zeug hält. Kennzeichnungspflicht aller WDR-Linge. Ein Security-Check mit Ausziehen bis auf die Unterwäsche. Medienschergen werden dann eine Sonderbehandlung bekommen. Doch es bleibt schon lange nicht mehr nur bei Beschimpfungen. Ploten im Saale-Orla-Kreis. Vor einer Woche hat der Journalist Peter Hagen hier von einem Bürgerdialog der AfD berichtet. Zunächst verlief alles ruhig. Als ich rausgehen will, kam mir plötzlich jemand entgegen, pöbelte mich an, du Ratte, traust dich hierher.
Und im gleichen Moment kriege ich einen kräftigen Hieb auf den Hinterkopf. Mir wird das Basecap gleich entrissen. Aus dem Nichts wird der Journalist beschimpft und geschlagen. Geholfen wurde ihm nicht, sagt er. Als die Polizei kommt, ist sein Angreifer schon weg. Nach der Attacke will Peter Hagen nach Hause fahren. Vernahm dann beim Rückwärtsausparken merkwürdiges, knisterndes Geräusch. Bin dann nochmal ausgestiegen. Er stellt fest, alle Reifen wurden mit Schrauben durchbohrt. Der zweite Angriff gegen ihn an diesem Abend. Und die Angst vor weiteren. Man ist erstmal völlig erschrocken. Ja, also ich habe nicht damit gerechnet. Und dann ist der nächste Moment, dass man natürlich erstmal schaut, kommt jetzt noch mehr? Ja, baut sich hier was auf? Die AfD weist jede Schuld von sich. Tatsächlich werden Journalisten und Medien immer öfter Opfer von Gewalt. 2022 hat die Organisation Reporter ohne Grenzen 103 Angriffe dokumentiert. 87 davon geschahen in einem verschwörungsideologischen, antisemitischen oder extrem rechten Kontext. Und die Täter? Wir sehen, dass viele von den Gewalttätern, die wir erfasst haben, auch Mitglied dieser Partei AfD sind. Und wir sehen, dass es eine Rhetorik, eine medienfeindliche Hetze sehr oft gibt, die sowas möglicherweise auch begünstigen kann. Die Angriffe bei der AfD-Veranstaltung, sie haben bei Peter Hagen Spuren hinterlassen. Das macht schon was, ja. Ja, es ist so, ne? Aber Sie wollen weitermachen? Ja. Ich sag ja, wenn wir dort aufhören, wo uns gerne andere aufhören sehen wollen, dann wird man einen großen Fehler machen. Hut ab vor solchen Kollegen. So viel sollte mittlerweile jedem im Land klar sein. Mit Meinungsfreiheit meinen AfD-Politiker zuallererst die Freiheit ihrer eigenen Meinung, nicht die der Andersdenkenden.